Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Banishers Ghosts of New Eden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Spiel. Es gibt 5 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Zum einen gibt es die Geschichte für Spieler, die sich auf die Erzählung konzentrieren wollen. Leicht für Spieler, die... Also das ist für Spieler gedacht, die einfach nur das Spiel genießen wollen und im Kampf nicht sonderlich gefordert werden möchten. Normal für Spieler, die ein ausgewogenes Erlebnis von Geschichte und Kämpfen genießen wollen. Schwer für Spieler gedacht, die eine herausfordernde Kampferfahrung suchen. Und sehr schwierig für Spieler gedacht, die auf äußerst herausfordernde Kämpfe aus sind. Focus Entertainment präsentiert. Madam, Sir, das Schiff liegt vor New Eden vor Anker. Ein Beiboot steht zu Ihrer Verfügung. Ich habe von Wolken geträumt. Große, weite, flauschige Monster, tief über dem Meer. Ich träumte vom Abgrund, in den dunkelsten Weiten des tiefsten Ozeans. Guten Morgen, mein Schatz. Und auch du, mein Geliebter. Sind wir in Neuengland? Willkommen in Amerika. Irgendetwas beunruhigt dich. Der Brief von Charles. Wieso? Dieser Geist muss sehr gefährlich sein. Denn sonst würde er ihn selbst vertreiben. Dann muss er eben doppelt zahlen. Ich meine es ernst. Die Sache ist sicher nicht einfach, wenn der Reverend selbst Hilfe braucht. Red, mach dich auf alles gefasst. Ich werde vorsichtig sein, Herrin Duarte. Euer Lehrling ist bereit zu dienen. Komm, Antea, wir müssen los. Und ich muss mal. Rory McGrath, galant bis zum Schluss. Leben den Lebenden. Tod den Toten. Da wäre zum Beispiel unser Liebespaar Antea und Red. Die besten Verbanner, die ich je kennenlernen durfte. Das Leben gehört den Lebenden, heißt es. Und Tod den Toten. Doch so einfach ist es nicht. Seit Anbeginn der Menschheit verweilen die Toten auf der Erde. Ob tot oder lebendig, wir sind komplexe und emotionale Wesen. Die Fesseln, die uns binden, sind zahlreich und verworren. Seit wir denken können, kämpfen Verbanner darum, diese Fesseln zu lösen. Der Tod ist belanglos. Er ereilt jeden von uns. Was einem wirklich Angst machen sollte, ist die Frage, ob man danach in Frieden ruhen wird. Ich, Charles Davenport, sollte es wissen. Die Heimsuchung von New Eden hat mich zu Tode erschreckt. Ich wünschte, ich hätte meine Freunde nie gebeten, herzukommen, den Fluch zu brechen. New Eden. 7. Juni 1695. Sind wir echt im Juni? Wie ist denn erst der Januar? Wenn ich mir im Sommer den Hintern abfrieren wollte, wäre ich in Schottland geblieben. London war auch nicht viel besser. Schau an.
kalt wie der Arsch eines Bischofs und doppelt so weiß. Ich muss schon sagen, ich bin etwas enttäuscht. Charles hat nicht gelogen. New Eden ist kalt wie der Tod. Du kannst zu Recht enttäuscht sein. Ich hoffe bloß, er ist in der Taverne. Mit einem heißen Grog. Oder zwei. Ja, und nun können wir uns bewegen. Und ich muss sagen, ich bin alleine deswegen gerade schon sehr begeistert, dass es endlich wieder ein Spiel ist, was verstanden hat. Ich habe genug von den langen, öden Seereisen in düstere, ferne Länder. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal nicht gearbeitet haben. Hiernach sollten wir in See stechen. Irgendwo hin, wo es warm und sicher ist. Wo keine Toten herumlungern. So einen Ort gibt es nicht. Aber schön wäre es, ja. Darf ich kurz was sagen? Dass es endlich wieder ein Spiel ist, was verstanden hat, dass wenn man die deutsche, deutsche Übersetzung im Endeffekt drin hat, dass es natürlich auch immer mega ist, dann deutsche Sprache drin zu haben. Davon bin ich jetzt schon mal sehr begeistert. Oh, Mann. Okay, also das ist blocken, schlagen, langer Angriff, okay. X ist anscheinend heilen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, laufen wir mal mit. Schnell laufen, also sprich sprinten können wir anscheinend nicht. Ich schon erwähnt, wie trostlos dieser Ort ist? Ja, ich hatte dich schon verstanden. Aber ich kann dir auch nicht widersprechen. Ja. Haben wir eine Karte oder sowas? Nee, das ist nur Pause und Spiel speichern. Ah. Okay. Also mit der, was ist das bei den anderen Controllern? Select-Taste ist es, glaube ich. Da haben wir dann auf jeden Fall eine Karte drin. Drücke L nach vorn und A. Okay. Also muss man sich nicht ducken oder so. Ist wahrscheinlich hier dann das Gleiche. Ja. Perfekt. Oh, hier ist gerade was am Blinken. Ich denke, wir können hier durchgehen. Aber sicher doch. Stolpern wir durch dieses verrottete, verfallene Haus. Wiesenkerbel. Aber sehr, sehr geil, dass die Sachen so ein bisschen, am Blinken sind. Das finde ich super. Müsste sicher sein. Ja, wenn du mal aus dem Weg gehen würdest, käme ich vielleicht auch durch. Pass auf! Das war so klar. Du hattest recht. Wieder einmal. Liegt es an mir oder sind wir hier nicht willkommen? Bleib dran. Ich werde einen Weg finden, dich zu treffen. Ja, ich suche gerade einen Weg. Übereifrige Lehrlinge. Kann man nicht hier hochklettern oder so? Hier könnte ich mich durchschlagen. Da. Oder was? Au. Okay. Übereifrige Lehrlinge. Hallo? Ich dachte, das ist ihr Freund. Da kommen wir rum. Haben wir da oben alles... Ja, ich... Oder? Nee. Ich dachte gerade, der wäre irgendwas am Blinken gewesen. Oh, es hört sich nach Wölfen an. Keine Wölfe. Plage. Drücke R und... Hallo! Darf ich vielleicht erstmal lesen, was da steht?
Alles in Ordnung da unten? Nur ein heimtückischer Wanderer. Und bei dir? Ja, auch. Geht schon. Beobachten diese Schemen etwa die Straße? Kann sein. Aber wollen die, dass niemand die Stadt betritt? Oder dass keiner rauskommt? Okay, also mit R, glaube ich, hätte ich die jetzt anvisieren können, wenn ich das richtig gesehen hatte. Leder. Also es sieht so aus, als ob wir wahrscheinlich auch Sachen... War jetzt eine Ratte, oder? Als ob wir wahrscheinlich auch Sachen craften können. Ich muss dazu sagen... Können wir das kaputt machen? Nee. Ich muss dazu sagen, ich habe auch was zusätzlich noch gekauft. Das klang sehr interessant. Noch mehr Wanderer. Das ist wohl auch im Kampf sehr gut. Hinter dir! Okay, kommt nichts mehr. Mich kann keine Kiste aufhalten. Dann ist ja gut. Das ist wohl auch im Kampf sehr gut. Das sind wohl irgendwelche speziellen Klamotten. Wer weiß, wie lange diese Leute schon tot sind. Ob das die ursprünglichen Siedler sind? Das verheißt jedenfalls nichts Gutes. Und das ist sozusagen die Special Edition, wenn man so möchte. Oha. Okay, mit rechts kann ich ausweichen. Die Verbannungsanzeige wird durch Angriff mit deinen Waffen gefüllt. Wenn die Verbannungsanzeige voll ist, drücke A, um dein Ziel zu verbannen. Jetzt gehörst du mir. Zeit, dass du für immer von hier verschwindest. Du hast es versucht. Okay, looten kann man die Geister... Nee. Doch, die Geister im Endeffekt auch Spektralstaub. Okay. Hallo? Du sollst das nehmen? Eine Notiz, feucht und blutig. Auch wenn diese Worte mit der Zeit verloren gehen könnten, muss ich sie niederschreiben. Das Datum? Ich weiß es nicht. Nur, dass es der Monat Juni des Jahres 1695 ist. Ich hielt Providenz für sicherer und hoffte, endlich die Kinder wiederzusehen. Ich sehnte mich nach den goldenen Weizenfeldern voller Kinderlachen. Nun ist ihre Mutter tot und ich werde ihr bald folgen. Etwas Heimtückisches streift durch die Straßen. Schreckliche Geister ergriffen uns. New Eden ist verflucht. Flieht, wenn ihr das liest. Diese Leute haben New Eden Town erst vor ein paar Tagen verlassen. Was geht hier eigentlich vor? Das wissen wir nicht, aber das werden wir hoffentlich herausfinden. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt hier, weil ich gedacht habe, ich könnte vielleicht irgendwas finden. Oha. Halte RT gedrückt. Macht er natürlich nicht. Hallo? Genau, es reicht. Weg mit den Gegnern. Lasst mich das Spiel spielen ohne Gegner. Es reicht, wir brauchen keine Gegner. Nein, ist schon okay so. Ich würde nur gerne mal ankommen hier. Kommt doch bestimmt noch. Das heißt nichts Gutes für den Fall. Irgendein Bosskampf. Die Lage ist schlimmer als gedacht. Warten wir ab, was Charles zu sagen hat. Mit L2 kann man anscheinend gar nichts machen. Zumindest im Moment noch nicht. Docks in einer wachsenden Siedlung? Das ist nie ein gutes Zeichen. Alles verfällt. Sitzen die Honoratioren nur faul herum? Ist es nicht genau das, was Stadträte tun? Grundsätzlich ja. In der Stadt müssen wir uns vielleicht aufteilen, um mehr Gebiet abzudecken. Ah. Du kannst dich auf den besten Schüler verlassen, den eine Verbannerin haben kann. Mal sehen, ob du dich an deine Ausbildung erinnerst. Packst du's? Immer doch.
New Eden Town entdeckt. Yay! Diese Stadt ist wie ausgestorben. Wo sind denn alle? Suchen wir das Gasthaus. Wir müssen Charles finden. Bleib mir nicht hier so mitten blöd es im... Es wird schön sein, Charles und Esther wiederzusehen. Wir müssen uns immer die Predigt über die heilige Ehe anhören. Esther würde es nicht wagen. Ein hübsches Wort für ein... Was? Esther würde es nicht wagen. Und wir brauchen kein Stück Papier, das uns auf ewig eint. Ja, das hast du ihr gesagt. Dein Kompass zeigt nun an, dass du dich in einem Ermittlungsgebiet befindest. Suche nach dem Gasthaus. Das ist das Gebiet und das Gasthaus, wenn ich das richtig sehe, ist geradeaus vor mir. Das ist nur die Frage. Ich denke mal hier oben hin, oder? Oder ist das das große hier links? Das muss das Gasthaus sein. Aha, und welches? Markier mir das doch mal oder geh mal dahin oder so. Doomsday has come. Okay. Achso, ich habe hier oben eine Markierung. Ja, ich nehme alles zurück. Charlie, deine Gebete wurden erhört. Wir sind da. Schenk uns einen Drink ein. Na, endlich. Verbanner, bitte, kommt rein. Es ist kalt, daher darf sich eure Helferin setzen, während wir reden. Ich bin die Hilfe. Sie ist der Boss. Und du bist nicht Charles. Mein Name ist Antea Duarte. Das ist mein Partner Red McGrath. Guten Tag, die Herren und die Dame. Also, wo ist Charles? Pastor Davenport sagte, dass Hilfe auf dem Weg sei. Breiten Sie sich nur weiter rein, Fairfax. Guten Tag. Pennington, Hauptmann der Bürgerwehr. Das ist Thickskin Newsmith. Wir sind die Stadträte. Oder was von uns übrig ist. Warum ist Charles nicht hier? Unser Beileid. Wir werden für seine Witwe tun, was wir können. Der Reverend ist tot? Seit wann? Und wie? Schrecklich. Obwohl unser Glaube uns stärkt, stehen wir alle noch sehr unter Schock. So geschockt von der Ermordung von Reverend Davenport sind wir, dass wir hier gemütlich hocken müssen und wertvolle Zeit verlieren. Als Gouverneur der Kolonie New Eden ist es meine Pflicht... Was tun wir hier eigentlich? Sitzen rum und warten darauf, dass uns dasselbe Schicksal ereilt. Dabei könnten wir schon meilenweit weg sein. Macht, was ihr wollt. Ich habe vor, weiterzuleben. Die gute Dame kann sehr schroff sein. Vergebt ihr und seid versichert, dass ihre Fähigkeiten ihre Manieren bei weitem übersteigen. Oder deren... Sie hat dennoch recht, Fairfax. Wir stehen hier und tun nichts. Wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden. Die Verbanner sind hier. Dank ihres Fachwissens werden wir vielleicht doch Erfolg haben. Dann dürft ihr das gern herausfinden. Bei all eurem Wissen über Geister und Teufel. Was ich über Blut und Kampf weiß, nutzt in dieser Situation wenig. Herrin Duarte, wenn ich euch helfen kann, könnt ihr mich zu Hause besuchen. Es ist gleich auf der anderen Straßenseite. Buchstäblich. Nun, Gouverneur, wollt ihr gehen oder bleiben? Ich will bleiben. Unsere Kolonie hat furchtbar gelitten. Aber wir sind es wert, gerettet zu werden. Und jetzt, wo ihr hier seid, wird das auch geschehen. Bitte akzeptieren Sie mein aufrichtiges Beileid für den Verlust Ihres Freundes. Das Ableben unseres Pastors schmerzt uns sehr. Charles Davenport war ein gebildeter und selbstloser Mann. Wahrlich, der Stolz von New Eden. Es bereitet mir großes Leid, dass wir seine Leiche auf dem Friedhof gefunden haben. Mehr noch betrübt mich, euch sagen zu müssen, dass wir nicht wissen, was ihm auf so tragische Weise das Leben kostete. Was schon mal gut ist, dass ich anscheinend keine
na, kein Zeitlimit habe, um auszuwählen. Was ist eurer Meinung nach passiert? Was glaubt ihr, was passiert ist? Ich müsste raten, aber das nützt wenig. Es ist jedoch offensichtlich, dass Charles' unerwarteter Tod mit seiner Untersuchung des Fluches zusammenhängt. Ich versuche, in aller Bescheidenheit und in der Abwesenheit des Pastors, uns alle mit Leib und Seele vor unserer ständigen Gefahr zu schützen. Sehen Sie, in meiner Jugend galt ich auch ein wenig als ein Dämonologe. Ein ziemlich guter sogar, wenn ich das so sagen darf. Wir sind keine Dämonologen. Und Charles war es auch nicht. Empfängt seine Witwe Esther Besucher? Witwe Davenport ist zu Hause und geht nicht viel aus. Ihr Haus liegt am Hafen. Ich bot Charles ein Haus mit Blick auf eine schöne Wiese an. Aber er lehnte das ab. Er zog das Dorfleben vor. Sprecht mit ihr, wenn sie euch empfängt. Aber sie weiß auch nicht mehr über den Tod ihres Mannes als wir. Ja, Frank. Ach so. Ah, ich denke mal, die mit dem Zeichen vorne dran sind wahrscheinlich die Hauptfragen, vermute ich mal. Und die, die kein Zeichen haben, das sind wohl so diese Nebenfragen, also die man noch stellen kann, bevor man mit der Hauptfrage sozusagen dann alles andere überspringt. Warum ist die Stadt so leer? Von allen, die nicht gestorben sind, sind wir die wenigen, die geblieben sind. Auch wenn sich unsere Gründe dafür unterscheiden, so haben doch alle Verbliebenen im Angesicht des Unglücks großen Glauben und Mut bewiesen. Diejenigen, die fort sind, wohin gingen sie? Nach Boston, entlegene Siedlungen, irgendwohin, überall hin. Obwohl, wie ihr vielleicht wisst, die Straßen wegen des Wetters unpassierbar sind. Manche glauben, dass der Weg durch den Düsterwald die Erlösung liefert. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir müssen unsere Stellung halten. Werden Sie zurückkehren, wenn der Fluch gebannt ist? Ich hoffe es inständig. Hier ist Ihr Zuhause. Aber wir haben die Kinder vor einiger Zeit weggeschickt. Und viele konnten nicht ohne sie leben. Wenn wir diese Situation nicht schnell lösen, wird die Gemeinschaft von Juiden zerbrechen. Vielleicht für immer. Ihr seid also Dämonologe? Das bin ich. So wie es mein Vater vor mir war. Glaube und Wissenschaft sind unsere beiden Kompasse. Sie liefern ein tieferes Verständnis der Geheimnisse Gottes grüner Erde und derer, die sie bedrohen. Und was haben euch eure Kompasse über den Fluch gesagt? Sie haben mir gesagt, dass Reverend Davenport besser für die Lösung unseres Problems geeignet ist als ich. Deshalb seid ihr hier. So war es abgesprochen. Ich werde für die Kolonie stehen, als moralische Autorität, sagte ich. Als Anker und Fels, wenn Charles und seine Verbanner den Fluch aufheben, sagte ich. Heldenhafte Taten für alle. In der Tat, Madame. In der Tat. Aber wir tun es trotzdem. Weil wir es müssen. Ja, weil wir es müssen. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Ich sage euch, schon seit vielen Monaten leiden wir schwere Not. Und es wird immer schlimmer. Zuerst gab es die Pest und Krankheiten. Dann kamen die Albträume. Dann kam der Wahnsinn. Und am Ende kam der Tod. Und der Tod bleibt. Aber ehrlich gesagt, halte ich das Wetter für den schlimmsten Fluch. Dieser nicht enden wollende Winter lastet schwer auf uns. Schlimmer noch, er hält uns hier gefangen. Was glaubt ihr, hat den Fluch verursacht? Das ist eindeutig, wenn ich das bescheiden sagen darf. Der Abgrund spuckt seine Brut auf New Eden aus, um Gottes arme Geschöpfe leiden zu lassen.
Was das Wesen des Dämons angeht, dafür bezahlen wir euch, um das herauszufinden. Unser verstorbener Freund Charles stand vor einer Herkulesaufgabe und hat sich ehrenvoll daran versucht. Ich fürchte, dass ihr mehr leisten müsst. Unser Vertrag steht. Wenn ihr dem zustimmt, dann steht unser Vertrag in der Tat. Für Charles. Gut. Für Charles. Danke. Wir haben, was wir brauchen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich habe persönlich veranlasst, dass für euch das alte Schulhaus vorbereitet wird. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Was heißt denn, das alte Schulhaus wird vorbereitet? Ich weiß es nicht genau. Können wir hier nur irgendwas machen, irgendwas mitnehmen? Aber hier glänzt gerade nichts. Mit ihm reden können wir eigentlich auch nicht mehr. Also außer jetzt die Sachen, die wir schon haben. Dann würde ich sagen, dass wir hier jetzt erstmal einen kleinen Cut machen, damit die Folge jetzt nicht zu lange wird. Und dass wir dann in der nächsten Folge mal schauen, was wir denn für dieses Dorf hier tun können und direkt mal mit Esther sprechen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.